Servus zusammen, der Zeitpunkt ist endlich gekommen. Heute programmiert ihr in Python. Aber natürlich soll das kein langweiliges 0815 Python-Tutorial sein. Deshalb fangen wir auch direkt mit der Machine Learning-Programmierung an. Bereitet eure Python-Umgebung schon mal vor und los geht's! Bevor wir ziellos mit Python losschießen, brauchen wir erstmal eine Anwendung. Jan hat gelernt, dass man mit Machine Learning eine Anwendung bauen kann, die Hunde erkennt. Das fand er ziemlich cool und will es jetzt selber programmieren. Weil er noch kein Machine Learning-Profi ist, sollen Bilder erstmal nur in zwei Kategorien sortiert werden. Hunde und Nicht-Hunde. Klassifikatoren, die in zwei Gruppen sortieren, nennt man binäre Klassifikatoren. Ein beliebtes Werkzeug, um so einen Klassifikator zu bauen, heißt Perzeptron. Erstmal nicht vor dem Wort erschrecken. So ein Perzeptron werden wir im Laufe der nächsten Videos von Grund auf programmieren und dabei Python kennenlernen. Damit wir das Ganze in Python umsetzen können, schauen wir uns noch ganz kurz an, was ein Perzeptron überhaupt ist. Aber zum Programmieren kommen wir heute trotzdem noch, versprochen. Das Perzeptron basiert auf dem McCulloch-Pitts-Neuron, das schon in 1943 von den bescheidenen Wissenschaftlern Warren McCulloch und Walter Pitts erfunden wurde. Zum Perzeptron wurde es dann erst mit der Perzeptron-Lernregel, die 1958 von Frank Rosenblatt entwickelt wurde. Das braucht euch aber erstmal nicht interessieren. Wichtig ist, diese Entdeckung war der Startschuss von Machine Learning. Mehr zu dem Algorithmus der Lernregel gibt's in einem späteren Video. Das McCulloch-Pitts-Neuron ist ein mathematisches Modell von einem echten biologischen Neuron. Damit man den gesamten Zusammenhang zwischen Machine Learning und unseren Gehirnen verstehen kann, lohnt es sich hier einen kleinen Exkurs in die Biologie zu machen. Danach geht's dann aber auch wirklich mit dem Coding los. Ein Neuron besteht grob gesehen aus zwei Bereichen, dem Zellkörper und dem Axon. Der Zellkörper hat kleine Fortsätze, die Dendriten heißen. Die Dendriten nehmen elektrische Signale von anderen Neuronen auf und übertragen diese an den Zellkörper. Wie gut die Signale übertragen werden, hängt von dem elektrischen Widerstand der Dendriten ab. Die Eingangssignale werden im Zellkörper gesammelt, wie ein Glas, das mit Wasser gefüllt wird. Das Glas hat aber einen Riss im Boden, sodass Wasser ausläuft. Damit das Glas überläuft, müsste man ganz schnell Wasser einfüllen. Genauso werden die elektrischen Signale im Zellkörper auch nicht ewig gespeichert. Wir wollen, dass das Neuron die Eingangssignale weiterleitet. Dafür müssen ebenfalls ganz viele Signale auf einmal reinkommen. Wenn genug Signale gleichzeitig reinkommen, wird ein Schwellenwert überschritten. Wenn das passiert, wird ein Signal aus dem Axon geschickt. Das entspricht dem Glas, das überläuft. Wenn ihr noch genauer wissen wollt, wie das funktioniert, schaut euch unser Bio-Video dazu an. Den Link dazu findet ihr in der Beschreibung. Gut, übertragen wir das noch auf das McCulloch-Pitts-Neuron. Im biologischen Neuron gibt es Dendriten, die Eingangssignale zum Zellkörper übertragen. Die Eingangssignale sind im McCulloch-Pitts-Neuron jetzt die Variablen x1 bis xm. Und die Dendriten sind die Verbindungen der Eingangssignale zu y. In dem mathematischen Modell gibt es Gewichte, die beeinflussen, wie gut die Signale übertragen werden. Das entspricht also dem Widerstand der Dendriten. y ist der Zellkörper, wo alle Signale zusammenkommen. Das wird als mathematische Funktion modelliert, die eine Ausgabe generiert. Gut, damit haben wir erstmal die Grundlagen. Ganz wichtig, merkt euch das Perzeptron für die nächsten Videos. Jetzt geht's endlich los mit dem Coden. Heute programmieren wir den ersten Teil des Perzeptrons, die Eingangssignale. Alles klar, aber was sind unsere Eingangssignale? Naja, wir haben die Bilder. Als Eingang taugen die hier aber nicht wirklich gut. Das Perzeptron nimmt nämlich nur reelle Zahlen als Eingabe. Deshalb verwendet man beim Perzeptron stattdessen Feature der Bilder. Feature solltet ihr von den vorherigen Videos kennen. Zum Beispiel haben wir Feature verwendet, um Twitter-Nutzer in Cluster zu sortieren. Ein Feature von einem Hund wäre beispielsweise die Anzahl der Beine, die Größe, die Breite und die Farbe. Wir gehen mal ganz frech davon aus, dass wir schon Algorithmen haben, die diese Feature für uns finden können. Es geht hier ja darum, Machine Learning und Python zu lernen. Also schauen wir uns direkt an, wie man diese Feature in Python als Variablen speichern kann. Im Vergleich zu anderen Programmiersprachen muss man beim Erstellen von Variablen in Python nicht so viel beachten. Um eine Zahl als Variable zu speichern, schreibt man das ganz einfach mit einem Gleichheitszeichen. Für die Größe und Breite würde das so aussehen. Die Anzahl der Beine, die Größe und die Breite sehen auf den ersten Blick genau gleich aus, aber Python speichert das als unterschiedliche Datentypen. Datentypen sind Kategorien von Werten, die in einer Programmiersprache verschieden genutzt werden können und sogar verschieden gespeichert werden. Die Anzahl der Beine ist eine ganze Zahl.
Auf Englisch nennt man das Integer und genau so heißt auch der Datentyp. Die Größe und Breite sind Kommazahlstellen bzw. Dezimalzahlen. Der Datentyp dafür heißt in Python Float. Python ist da ganz hilfreich und wählt den Datentyp automatisch aus. Um als letztes noch die Farbe zu speichern, wird der Datentyp für Textwerte genutzt. Als Code schreibt man die Variable mit Anführungsstrichen so. Das kann man in Python mit einfachen oder doppelten Anführungsstrichen schreiben. Damit wir nicht durcheinander kommen, schreiben wir trotzdem mal den Datentyp zu den Variablen. Kommentare im Code kann man in Python mit einem Hashtag schreiben. Alles, was in der Zeile nach einem Hashtag kommt, wird einfach ignoriert. Wir schreiben die Namen der Datentypen vor unsere Variablen. Die Zeile hat vom Code her keine Funktion, aber die Anmerkungen helfen manchmal, den Code verständlicher zu machen. Den Namen der Variable definiert man auf der linken Seite vom Gleichheitszeichen. Variablennamen könnt ihr bis auf ein paar Ausnahmen frei wählen. Die Ausnahmen sind: erstens, Variablennamen dürfen nur Buchstaben, Zahlen und Unterstriche enthalten. Zweitens, sie dürfen nicht mit einer Zahl beginnen. Und drittens, ihr solltet es vermeiden, Namen wiederzuverwenden und Keywords als Namen zu benutzen. Keywords sind in Python bestimmte Wörter wie import oder lambda, die eine reservierte Bedeutung im Quellcode haben. Datentypen haben auch Keywords, zum Beispiel int für Integer, float für floats und str für Strings. Die Keywords der Datentypen werden verwendet, um einen Datentyp zu erzwingen. Wollen wir zum Beispiel erzwingen, dass die Anzahl der Beine nur ganze Zahlen sind, dann können wir das so schreiben. Machen wir noch einen Doppelcheck. Um den Wert dieser Variable in der Konsole ausschreiben zu lassen, benutzt man in Python die Print-Funktion. Der Datentyp int rundet immer ab. Deshalb wird hier 4,6 abgerundet und 4 von der Print-Funktion ausgegeben. Die Keywords der Datentypen müsst ihr aber nur in ganz bestimmten Fällen benutzen. Alles klar, das war heute doch schon ziemlich viel. Fassen wir noch schnell zusammen. In den nächsten Videos werden wir Python kennenlernen, indem wir einen binären Klassifikator programmieren, der Hunde erkennt. Dafür benutzen wir das Perzeptron. Das Perzeptron ist eines der grundlegenden Konzepte von Machine Learning und beruht auf dem McCulloch-Pitts-Neuron, das schon 1943 eingeführt wurde. Das McCulloch-Pitts-Neuron ist vergleichbar zu einem biologischen Neuron. In beiden Fällen gibt es Eingangssignale, die über Verbindungen zusammengeführt werden. Genauso wie der Widerstand der Dendriten beeinflussen die Gewichte im mathematischen Modell, wie die Signale übertragen werden. In der Funktion Y sowie im Zellkörper werden aus den Eingaben eine Ausgabe generiert. Beim Programmieren haben wir mit den Eingaben angefangen. In unserer Anwendung sind die Eingabedaten Feature, die man aus den Bildern erkennen kann. In Python haben wir Variablen erstellt für die Anzahl der Beine, die Größe, die Breite und die Farbe. Den Wert der Variablen kann man in Python mit der Print-Funktion auf die Konsole ausschreiben lassen. Sehr geil! Jetzt könnt ihr schon Variablen in Python schreiben. Im nächsten Video schauen wir uns an, wie man Mengen in Python verwendet. Bis dahin könnt ihr gerne ein paar Sachen mit Variablen und der Print-Funktion ausprobieren. Probiert doch mal, ob ihr es schafft, zwei Variablen zu addieren. Viel Spaß und haut rein!